Und wir gehen jetzt live in die Hauptquartiere der Republikaner unter Demokraten zu Peter Fritz und Barbara Wolschek. Ja, wir haben es gerade gehört, Donald Trump nähert sich immer mehr der Zahl 270. Peter, welche Bedeutung hat jetzt dieser Sieg in Georgia? Wie ist das einzuschätzen? Wir sind noch nicht am Ende dieser Reise, aber hier gehen sehr viele, die sich hier versammelt haben, davon aus, dass Donald Trump dieser Sieg nicht mehr zu nehmen sein wird. Hier oben in diesem Veranstaltungszentrum, da läuft schon seit längerem eine Wahlparty und Donald Trump wird jetzt irgendwann dazustoßen und dort das Wort ergreifen. Das Wort wird dann natürlich sofort rund um die Welt gehen und alles andere als eine Siegesbotschaft von seiner Seite wäre eine große Überraschung. Ich habe damit gerechnet schon vorhin, dass er auf jeden Fall eine Siegesbotschaft verkünden würde, aber jetzt scheint es so zu sein, als hätte er doch mehr Berechtigung dazu und könnte diesen Sieg wahrscheinlich auch legitim verkünden. Noch ist es nicht so weit, noch ist von ihm hier nichts zu sehen. Man hört immer wieder Hubkonzerte, man hört Leute ausgelassen jubeln auf der Straße, obwohl es ja auch schon weit nach Mitternacht ist. Aber noch ist die Hauptperson dieses Abends hier nicht erschienen, noch hält er sich möglicherweise auch in seinem Strand, sitzt Mar-a-Lago nur wenige Kilometer von hier entfernt auf. Barbara Wolschek, bei den Demokraten gilt bei Ihnen die Devise, die Hoffnung stirbt zuletzt? Jetzt muss man sagen, eigentlich nicht mehr. So flott die Musik hier ist, immer noch so trüb ist mittlerweile hier die Stimmung. Die Leute beginnen, diese Veranstaltung hier zu verlassen. Wir haben mit einigen davon gesprochen. Es ist eine Mischung aus Fassungslosigkeit und ein bisschen auch hinnehmen, was geschehen ist und das Beste daraus machen, weiterkämpfen für das, was danach kommen wird. Das heißt, man tendiert hier schon dazu, sich mit einer Niederlage abzufinden. Und zu allem Überfluss ist vor kurzem auch noch ein Sprecher von Kamala Harris hier hinter mir auf die Bühne getreten und hat de facto eigentlich diese Veranstaltung aufgelöst. Er hat gesagt, wir danken euch allen für eure Unterstützung. Kamala Harris wird heute nicht mehr kommen, aber sie wird morgen mit euch, zu euch sprechen. Sie wird morgen mit den Amerikanerinnen und Amerikanern sprechen und ihre Sicht und ihre Eindrücke und ihre Wünsche auch natürlich überbringen. Aber hier ist die Party de facto vorbei, auch wenn es hier noch nicht ganz den Eindruck macht. Das ist eigentlich fast schon ein Eingeständnis der Wahlniederlage. Aber sprechen wir über die Themen, allen voran, wir wissen, es war die Wirtschaft war wichtig, die Migration, aber eben auch die Abtreibung, die Abtreibungsgesetze. Nicht wenige Kommentatoren haben gemeint, das könnte sogar wahlentscheidend sein, dieses Thema. Und Kamala Harris hat sich sehr stark draufgesetzt, hat zum Beispiel in Texas, in diesem tiefroten Bundesstaat, eine ihrer größten Rallies gehalten, um hier sehr selbstbewusst dieses doch auch Frauenthema zu platzieren. Hat sie sich vielleicht zu sehr darauf verlegt? Ich glaube, das Frauenthema an sich ist nicht ein Thema, mit dem sie sich völlig verkalkuliert hätte. Das ist ein Thema, das die Amerikanerinnen, aber auch die Amerikaner durchaus bewegt hat. Damals, als das oberste Gericht die Entscheidung getroffen hat, das Recht auf Abtreibung zu kippen, das war etwas, was in Amerika große Wellen geschlagen hat. Und das war etwas, wo sie wirklich versprochen hat, sie will dafür kämpfen, dass dieses Recht wieder eingeführt wird. Und damit konnte sie augenscheinlich jedenfalls auch in diesem Wahlkampf durchaus punkten. Möglicherweise, und das ist natürlich jetzt alles Spekulation, und wenn man so will, ist ja diese Wahl auch noch immer nicht hundertprozentig geschlagen, aber möglicherweise lag ihr Problem ein bisschen darin, dass sie relativ kurz Zeit hatte, zu zeigen, wer ist sie, wofür steht sie und sich auch abzugrenzen von Joe Biden, von dem relativ klar war, dass er hier keinen Erfolg mehr haben würde bei einer Wahl. Vielleicht ist diese Abgrenzung nicht ganz so gut gelungen und vielleicht war es auch nicht glücklich, alleine so sehr auf das Thema Abtreibung und auf das Thema Bewahrung der Demokratie zu setzen, weil ihr Wahlkampf hat im Wesentlichen aus diesen zwei Punkten bestanden und möglicherweise war das für eine gewisse Wählergruppe wichtig und bedeutend und genug, aber für offenbar ganz viele eben nicht. Peter Fritz, wie sehr stellt denn jetzt eine mögliche zweite Amtszeit von Donald Trump, eine sehr wahrscheinliche, wie es jetzt aussieht, wie sehr stellt es eine Zäsur innerhalb der republikanischen Partei dar? Was ist denn eigentlich von der
Grand Old Party überhaupt noch übrig? Oder ist das jetzt nur mehr die Republikanische Partei, ist das jetzt nur mehr eine Trump-Partei? Diese Partei ist eine Donald-Trump-Wahlbewegung, noch dazu jetzt, wo sie als eine erfolgreiche Bewegung dasteht, aller Wahrscheinlichkeit nach. Das ist klar, Trump ist der unangefochtene Parteichef, ist der Spitzenmann. Was aber nicht heißen soll, dass er das jetzt wirklich über volle 4 Jahre auch bleiben wird. Er ist der älteste Mensch, der je kandidiert hat für das Amt des US-Präsidenten mit 78. Es gibt immer wieder Gerüchte rund um seine Gesundheit. Er hat auch nie wirklich umfassend Auskunft über seine Gesundheit gegeben, sondern es hat da immer nur Angaben gegeben, denen man trauen hätte können oder auch nicht. Und das heißt, dass auch die Figur des Vizepräsidenten J.D. Vance in Zukunft sehr wichtig sein könnte. Der Mann, der, wenn Donald Trump möglicherweise einmal nicht mehr kann, dann Präsident wird. Und dann werden die Karten auch parteiintern bei den Republikanern sicher neu gemischt. Dann steht wieder eine neue Situation auch an für dieses Land. Wie könnten die Karten bei den Demokraten neu gemischt werden, Barbara Wolschek? Wir wissen, Kamala Harris hat die Partei sehr in die Mitte gerückt. In der Opposition wird es jetzt einen Linksruck geben. Es gibt doch sehr starke Persönlichkeiten innerhalb der Demokratischen Partei, die sich immer dafür ausgesprochen haben, allen voran beispielsweise ein Bernie Sanders. Naja, wenn man so will, ist ja Kamala Harris zumindest nach dem Bild, das die Republikaner von ihr in diesem Wahlkampf gezeichnet haben, schon ohnehin weit links der Mitte gestanden. Aber nein, sie ist in die Mitte gerückt und vielleicht, und das wird auch ein Teil dieser Aufarbeitung sein, vielleicht war eben dieses in die Mitte rücken auch ein Problem in diesem Wahlkampf. Denn viele konnten sich auch mit dieser demokratischen Partei immer weniger identifizieren. Ich denke, Kamala Harris hat den Nachteil gehabt, dass sie auch mit einem großen Vertrauensverlust oder gegen einen großen Vertrauensverlust ankämpfen musste, den diese Regierung hatte und der in Wahrheit schon in Covid-Zeiten entstanden ist und diesen Vertrauensverlust auch nicht mehr wettmachen konnte. Wenn es noch dazu kommt, dass man eigentlich nicht mehr so wirklich weiß, wofür diese Partei steht. Und dieses Gefühl, das hatten schon viele. Aber sie hatten zugleich eben auch das Gefühl, es ist die einzige Alternative gegen Donald Trump. Dann bleibt möglicherweise eben zu wenig über. Und als Alternative gegen Donald Trump ins Rennen zu gehen, das hat hier heute Abend ganz offensichtlich nicht gereicht. Donald Trump liebt die Inszenierung, liebt die Bühne, die er dann auch gern lautstark bespielt. Jetzt ist er aber überraschend ruhig. Peter Fritz, ist er möglicherweise schon im Präsidentenmodus? Ich glaube schon, dass wir ihn heute noch zu sehen bekommen werden. Ich glaube, dass er versuchen wird, einigermaßen präsidentiell zu agieren. Ich glaube nicht mehr, dass man die allerschärfsten Töne aus dem Wahlkampf und die umstrittensten Botschaften, die er da präsentiert hat, heute noch und in diesen folgenden Stunden noch hören wird. Er hat natürlich jetzt eine gewisse Berechtigung auch dafür, nicht mehr so scharf sein zu müssen. Aber er kann natürlich jetzt auch schon erste programmatische Ansagen machen. Er hat ja auch schon personelle Ansagen gemacht. Er hat ja verkündet, dass er Elon Musk, den Technologie-Milliardär, zu einer Art Superminister für die Verwaltungsreform machen will. Er will Robert Kennedy Jr., den sehr umstrittenen Impfgegner, zu einer Art Obergesundheitsminister machen. Also er hat schon gewisse Pflöcke eingeschlagen und er wird möglicherweise schon bald auch erste programmatische Ansagen machen, die weiter in eine solche Richtung weisen könnten. Wie könnte ein Trump im Vergleich zu 2016 jetzt aussehen, also eine zweite Amtszeit? Müssen wir davon ausgehen, dass sie noch radikaler ist, auch aufgrund der Leute, mit denen er sich umgibt? Er steht natürlich jetzt auch in der Pflicht. Er muss jetzt alle diese vollmundigen Versprechungen, die er gemacht hat, dass er eben Kriege mit einem Telefonanruf stoppen könnte, dass, wenn er regiert, gar keine Kriege ausbrechen, dass er selbst dafür sorgen kann, dass Benzin billiger wird mit einem Handstreich, dass er die Inflation aufhalten kann. Alles das geht jetzt dann auch auf seine Kappe, wenn es nicht in diese Richtung geht. Auch zum Beispiel illegale Migration einfach so
aufzuhalten, vielleicht indem man Strafzölle gegen Mexiko aufstellt. Also alles Dinge, von denen er gesprochen hat, dass er sie machen wird. Er hat natürlich auch noch sehr große Machtmittel potenziell in der Hand, wenn man nur daran denkt, dass er Posten, Richterposten am obersten Gerichtshof besetzen kann, wenn sie frei werden. Und da gibt es Chancen dafür. Er kann bis tief in die Machtstrukturen des Staates hinein hier ihm treu ergebene Menschen hineinsetzen in hohe Ämter. Aber ob er sich wirklich dann zu einem autoritären Herrscher aufschwingen kann, das hängt sicher auch von den parlamentarischen Verhältnissen ab. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Senat die Republikaner gehen wird. Es ist noch nicht so ganz wahrscheinlich, ob es nicht beim Repräsentantenhaus dann doch vielleicht am Ende eine Mehrheit für die Demokraten geben könnte. Also da wäre eine gewisse Bremse für allzu große Machtbegehrlichkeiten dann da. Barbara Wolschek, lässt sich schon sagen, wie es mit Kamala Harris weitergehen könnte? Nein, dafür ist es definitiv zu früh. Wir alle wissen nicht natürlich, was derzeit in ihrem Kopf vorgeht. Ich nehme an, dass dieser Rückzug heute auch von dieser Veranstaltung bzw. die Absage, es haben hier wirklich alle damit gerechnet, dass sie kommen wird, dass dieser Rückzug vielleicht auch ein bisschen eine Nachdenkpause ist, wie es denn mit ihr selber weitergehen soll. Sie hat ihr ganzes Gewicht in diesen Wahlkampf hineingelegt. Sie war eine große Hoffnung für ganz viele Menschen, die eben zum einen eine Alternative zu Donald Trump wollten, die aber auch eine Perspektive für ihre Zukunft wollten. Eine Perspektive, die offen, die mutig ist, die Neues angeht. Sie hat sehr viel positive Stimmung in diesem Wahlkampf verbreitet und das zerbröselt jetzt hier quasi einerseits hier in diesem Headquarter und möglicherweise eben auch dort, wo die Demokraten jetzt zusammensitzen und überlegen, wie weiter. Wie sie selber weitermachen wird, das werden wir möglicherweise dann morgen in einer Ansprache erfahren, die sie eben halten will. Bis dahin ist alles offen. Danke, Peter Fritz, und danke, Barbara Wolschek. Und wie wir jetzt gerade hören, Kamala Harris möchte sich offenbar erst am Mittwoch melden.